Und damit willkommen zu Supreme Commander. Ich bin Ultimate Spindash und mir wurden zwei Replays geschickt vom guten Chris M76. Da hat mir zwei seiner Spiele geschickt, die wir uns heute mal ansehen. In der linken oberen Ecke haben wir seinen Gegner. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, nur ich nenne ihn einfach Zaxor. Er spielt UEF in Blau und öffnet First Land. Und in der anderen Ecke ist Chris. Oh, und diesmal nicht Cybran, er ist, glaube ich, Cybran Main. Aber dieses Mal spielt er Aeon. Auch er öffnet First Land. Gucken wir uns mal kurz die Build Orders an. Hier müsste man eigentlich auf einen. Genau, hier müsste man auf einen Hydro Rush gehen. Das heißt, hier werden wahrscheinlich gleich die ersten Techniker rauskommen. Und hier ein Hydro-Teil bauen. Was hat er hier für eine Build Order? Das sieht. Ein Scout, ein Tank und ansonsten jede Menge Engineers. Hier sieht es ähnlich aus, wobei er nicht so viel vorplant. Er hat einen Power Generator schon mal vorher gebaut, nur um sicher zu gehen, dass er nichts stallt. Genau, jetzt baut er seinen Hydro. Da ist ein Scout. Ne, es ist ein Magmarine. Da ist auch das Hydro für Chris. Beide sind etwas unter 1000. Zaxor hat hier einen höheren Score, also wir können theoretisch davon ausgehen, dass er die höheren Siegchancen hat. Aber es kann ja auch anders laufen. Die Map heißt Arcane übrigens. Da gucken wir mal kurz auf Reclaim. Moment. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich mir Reclaim nicht anzeigen lassen? Geht das nicht, wenn ich... Ich kann mir keinen Reclaim anzeigen lassen. Das ist komisch, aber Chris geht raus. Er will wahrscheinlich, genau, er will hier hin. Zaxor geht auch raus. Und überlässt das, die Basen, das machen jeweils die Engineers. Wir haben zwei Plateaus mit jeweils drei Mass-Spots, die man nutzen könnte. Und alles ist umringt von, ja, ich weiß nicht, ob man es mehr nennen will, aber Fluss. So, vielleicht sehen wir auch ein bisschen Seekampf. Da ist ein Scout gewesen, oder beziehungsweise ein Magmarine. Weil das mehr nach Scout aussieht vom Trümmer, von den Trümmerteilen her. Das hier ist nicht richtig. Da ist irgendwas nicht richtig drauf. Jede Menge Reclaim hier. So, wir sind... Oh, er geht Zaxor geht Second Air. Chris auch. Frage ist, wofür benutzen sie Fabriken? Wir haben hier... Ich kann da schlecht erkennen. Hier. Wir haben einmal einen Scout, wir haben einen Interceptor und einen Bomber. Und sie haben sich noch nicht gesehen. So, der... Er macht direkt einen Bomber und einen Interceptor, aber keinen Scout. So, da ist Chris Scout, also er weiß, wo die Base ist. Er weiß auch, dass der Commander nicht dort ist, wenn er aufgepasst hat. Mal kurz, wir haben 25 zu 29 Masse, also noch ziemlich ähnlich. Allerdings hat Zaxor definitiv einen Vorteil, was Reclaim angeht. Also er war da definitiv fleißiger. Wie sieht es aus? Mass in Storage. So, da ist ein Bomber. Mit... Hat er Kills? Scheint noch keine Kills zu haben, oder? Wenn, dann sehe ich sie nicht. Wo will er hin? Ah, okay, er will gucken, ob hier hinten schon irgendwas ist. Hier wäre natürlich ein verlockendes Ziel mit wirklich vier potenziellen Maxes. Oh, kriegt er den Ingenieur? Den Ingenieur hat er. Das stört natürlich. Oh, Zaxor bewegt sich mit dem Com in die Mitte. Aber hier stehen schon zwei Land Factories und die dritte ist im Bau. Also potenziell bald schon die erste Commander Action. Die Frage ist, weiß Chris das? Nein, weiß er nicht.
Wir haben zwar schon, genau, wir haben hier einen Scout, der Radar liefert, und wir haben ein Radar hier, das aber jetzt hinüber ist. So viel dazu. Er hat jetzt selber einen Bomber. Er müsste jetzt eigentlich jeden Moment sehen, dass hier der Commander ist. Aber mit 4 Tanks wird er das nicht hinkriegen. Mehr Lernfactories. Gut, hier auf der Karte gibt es relativ viel Masse. Also hier kann man gut expandieren. 2 Maxes hat er bekommen. Weiß Chris das? Nein, er weiß es nicht. Aber Saxo hat noch nicht seine Mainbase gescoutet. Wobei das hier langsam eigentlich die Mainbase wird, glaube ich. Im Moment sind... Ne, jetzt arbeitet der Com. Vorhin waren mal tatsächlich beide Coms idle. Was man ja eigentlich vermeiden will, aber natürlich nicht immer kann. Ah, hier fliegt ein Engineer direkt in ein paar Tanks rein. Chris versucht hier oben vorzustoßen. Hier könnte er sogar gewinnen. Hier steht es im Moment 4-2. Wenn er den Com, nicht den Com, den Engineer da kriegt, dann könnte er diese Expansion schon mal unterbinden. Saxor läuft durch den Teich und bleibt dort. Das ist... Was hat ihn dazu veranlasst? Also es ist sicher dort, aber er wird ja nicht bedroht. Inzwischen hat Sexo einen ziemlich großen Vorteil, was Masse angeht. 47, also gerade 50-30. Wobei hier jetzt die Extraktoren zerstört werden. Und bei Reclaim ist Sexo inzwischen beim Sechsfachen von dem, was Chris hat. Okay, fertig ist sie, aber sie hat nichts... Diese Fabrik hat, glaube ich, keine einzige Einheit produziert. Ich glaube, Sektor wird Chris diesen Teil der Map überlassen. Die Frage ist, was hat er vor? Haben wir schon... Wir haben schon einen T2-Max. Hat Chris schon einen? Ich... Wenn, dann sehe ich ihn nicht. Engineer. Hier wird einer geupgradet. Hier wird auch schön wieder erobert. Ist schwierig. Im Moment würde ich glatt sagen, dass Chris einen Vorteil hat, aber nicht weiß, wie groß sein Vorteil ist. Also er hat definitiv die Führung, was Einheiten angeht, würde ich sagen. Aber wenn wir uns das angucken, Mass Income. Ja, wobei der Vorteil von Saxor ist zwar noch vorhanden, aber ist deutlich geschrumpft. Aber ein längeres Spiel würde Saxor definitiv in die Hände spielen. Hier ist eine Point Defense. Hier ist ein... Hier auch. Also hier den Teil hat Saxor gut unter Kontrolle. Das wird nicht günstig für Chris, das zu erobern. Was aber fehlt, ist ein Radar, oder? Ich sehe kein Radar. Nee, hier ist eins, aber... Das hier wird nicht abgedeckt. Das heißt, unsere Point Defenses hier arbeiten. Wobei doch, er sieht ja alles, was in der Vision ist. Also die meisten Einheiten können ja weiter schießen, als sie sehen können. Deswegen profitieren sie dann von Radar. Okay, Saxor scheint in die Offensive gehen zu wollen. Er macht einen Gun-Upgrade für seinen Commander. Chris hängt noch sehr viel in seiner... Also, sein Commander macht sehr wenig. Aber dafür stößt er hier vor. Oh, das könnte gut sitzen. Ja, 2 Kills und er hat zumindest hier das beschädigt. Noch 2 Bomber. Wenn er es gut macht, dann fliegen die sogar ziemlich flüssig. Er geht auf die Engineers. 4 Stück getötet. Sehr gut.
Jetzt hat Chris tatsächlich mehr Masse. Und er fängt an mitzukämpfen. Und in Sachen Reclaim hat er jetzt auch gut nachgeholt. Aber wir haben noch kein T2, wenn ich das hier sehe. Saxo hat T2. Aber produziert er auch T2? Das ist die Frage. Da ist ein Engineer. Er hat das Gun-Upgrade hinter sich. Aber im Moment macht er nur T2 Engineers. Aber noch keine Panzer. So, Saxo kämpft mit seinem Gun-Upgrade. Damit kann er eigentlich diese Streitmacht hier komplett im Alleingang erledigen. Und das tut er auch. Jede Menge Reclaim für ihn, wenn er möchte. Aber ein paar Maxes erwischt es trotzdem noch. Vorausgesetzt, dass Chris das jetzt micromanaged hier. 1, 2. Das Teil ist sowieso nicht fertig. Und wird auch nicht fertig, oder? Es hat überlebt, aber in dem Zustand ist es nutzlos. So, Chris müsste jetzt wissen, dass der Commander hier in der Ecke ist. So, wir wissen, dass diese Fabrik zerstört ist. Chris wusste das nicht. Zumindest nicht mit Sicherheit. Chris hat aber... Nee, Saxo hat das... Saxo hat sich beide Plateaus gekrallt. Das könnte Chris noch Probleme machen. Wir haben inzwischen hier einiges an T2-Maxes, aber ich sehe noch keine T2-Fabrik. Ergibt aber Sinn für Aeon, weil Aeon ja meistens versuchen, einen Harp Rush durchzuziehen, also möglichst schnell auf T3, weil ihre T3-Bots so gut sind. Während ein UEF möglichst schnell auf T2 möchte und da einige Zeit lang bleibt, bis er dann direkt auf T3 und dann Percival spammen kann. Das ist zumindest so der übliche Gameplan, wie er vor ein paar Jahren üblich war. Ich weiß nicht, wie Balance Changes das so in letzter Zeit beeinflusst haben. Das dürfte wehtun. Das hat zwar einiges an Interceptern, aber die Masse-Extraktoren, das sind keine verbesserten, also das ist, wenn er sie schnell wieder aufbaut, nicht super tragisch. Ich meine, Engineers hat er. Nee, ich dachte, da wäre eine Naval Yard. Hier haben wir ein Luftabwehrgeschütz. Im Moment hätte Saxor Schwierigkeiten mit Luft. Also da ist Chris im Moment klar überlegen. Was Masse angeht, ist es sich inzwischen aber ziemlich ausgeglichen. Chris hat auch gut aufgeholt, was Reclaim angeht. Also es geht hin und her. Wir haben hier hinten eine Naval-Fabrik, die aber nicht arbeitet. Nutzt er die Plateaus für irgendwas? Hier könnte man ja auch gut eine Air-Fabrik verstecken. Aber das würde auf der anderen Seite natürlich auch Chris verraten, dass hier was ist. Und diese 6 Maxes, wenn Chris davon nie erfährt, sind natürlich auch wertvoll. Saxor geht auf T2 mit seinem Com. Da er ja schon T2 regulär hat, ist das jetzt nicht super überraschend. Aber er hat noch, glaube ich, noch keine andere Fabrik verbessert. Ist alles noch auf T1. Ich sehe noch keine... Nee, das sind Engies. Er geht noch nicht auf Pillars, aber er baut schon den ersten Fusionsreaktor. Ich sehe zumindest keinen anderen. Ah, da in dem Teich hat er sich das gut ausgesucht. Oh, er hat T2 gecancelt. Das ist ungünstig. Er geht lieber kämpfen. Mass in Storage. Saxor könnte die Masse brauchen. Mal kurz schauen. Er hätte definitiv Platz.
Aber er geht nicht zum Reclaim. So, hier hauen die Bomber natürlich gut rein. Hier ist noch eine Point Defense. Ah. Verstehe. Chris macht hier Schwebi-Schwebi, weil seine Landeinheiten ja über Wasser schweben können. Das heißt, eine Navy braucht er auch eigentlich nicht, solange Zaxor sich da nicht drauf festlegt. Und upgradet er? Upgradet auf T2. Aber er lässt seine Engineers da nicht unterstützen. Das dauert da natürlich ewig. Zaxor ist am Reclaim. Chris zieht sich lieber zurück aus dem Schlachtfeld. Er hat 13 Kills. Zaxor hat 25. Reichte da schon. Genau. Zaxor hat auch schon einen Veteran-Rang auf seiner ACU. Deshalb regeneriert er sich schneller und hat auch mehr Gesundheit. Also ein Com-Duell würde im Moment Zaxor gewinnen, ohne Unterstützung. Da, okay, es gibt keinen besseren Killer als Overkill, oder wie heißt das? Inzwischen hat Zaxor wieder einen Vorteil, was Masse angeht. Und auch wieder gut Reclaim zugelegt. Damit 16 Minuten auf der Uhr. Ich sehe noch keine. Doch, hier ist der T2 Land Factory. Und er geht auch. Er geht scheinbar direkt auf T3. Dann läuft es wahrscheinlich wirklich auf Harbingers hinaus. Er weiß auch, er hat einiges an Intel hier oben. So, er wird doch jetzt bestimmt bald dann Harbingers werden wollen. So, er geht auch auf T2R. Und dann macht er Interceptors. Genau, weil die Aeon haben ja keinen Hybrid aus Abfangjäger und aus Abfangjäger und Bomber, die in die anderen Fraktionen haben. Aber damit könnte er Luftüberlegenheit sichern. Und da Zaxor viel mit Bombern arbeitet, das könnte ihm vor Probleme stellen. So, das hier ist auf T3 und das sieht nach Harbinger aus. Wir sehen seine Build-Queue nicht aus irgendeinem Grund. So. Zaxor ahnt nichts davon. Aber das wird ein Problem, weil er sich noch ziemlich auf T1-Einheiten verlässt. Er hat bis jetzt wirklich nur die Fabrik geupgradet, die seine Engineers produziert. Aber ansonsten verlässt er sich noch komplett auf T1-Spam und das wird gleich nicht mehr funktionieren. Und auch was Spam angeht, hat im Moment Chris klar die Oberhand. Und sie sind auch beide inzwischen ziemlich ähnlich, was Masseneinkommen angeht. Wobei Zaxor dafür 50% mehr reclaimed hat. Da ist der. Nee, das ist ein Schild und da ist ein. Nee, das ist ein Sniperbot, das ist gar kein Harbinger. So, Zaxor versucht nochmal auf T2 mit seinem Commander zu gehen. Diesmal hat er sich aber eine nicht so sichere Position ausgesucht. Hoffen wir für ihn, dass Chris das nicht mitbekommt. Wäre uncool, wenn sich Zaxor bewegen müsste. Da ist wieder ein Sniperbot, also es sind keine Harbinger, aber es sind trotzdem immerhin T3-Einheiten, also das dürfte wesentlich besser traden. Hier sind eine ganze Menge Engineers. Ich meine, die sind natürlich ein gefundenes Fressen für die Panzer. Aber es ist auch im Moment der einzige Sieg, den Zaxor in Aussicht hat. Wie sieht es mit seiner Naval Yard aus? Die ist auf T2 und hat seitdem keinen Schlag getan.
Wir haben einiges an T2-Energiegeneratoren. Müsste doch eigentlich viel zu viel Energie haben. Ja, geht die denn überall rein? Wir haben eine T2 Air Factory, wo er auch die... aber er produziert noch T1. Hier haben wir eine T2 Land Factory. Jetzt haben wir die ersten... Das ist aber... Doch, das ist ein Pillar. Also hat er den Sprung auch vollzogen, aber ist das schnell genug gewesen? Eine gewisse Masse muss ja auch erstmal zustande kommen, bevor das wirklich was bringt. Da sind Harbingers. Sagst du, hat T2 auf seinem Komm? Aber jetzt müsste er auch sehen, dass hier Harbingers rumlaufen. Und dagegen kommt der Spam hier einfach nicht an. Also er braucht, also sagst du, er braucht definitiv mehr Pillars. Seine Bomber arbeiten ziemlich gut. Ah, kriegt er vielleicht eine der Fabriken? Nein, er möchte woanders hin. Wo möchtest du hin? Nirgendwo, du wirst abgeschossen. Oh, drei Harbinger direkt zum Commander. Er hat zwar das Gun-Upgrade, aber ohne, ja, mit Overcharge, aber sonst wird es eher eng. Da hilft auch die Point Defense nicht mehr, zumindest nicht die Einser. Die Zweier dagegen schon, aber da kommt Verstärkung. Einen der Maxis erwischt es noch. Masseeinkommen hat jetzt Saxor wieder einen sehr klaren Vorteil. Wenn er das jetzt auch in einen T2 Unit Advantage verwandeln kann, dann könnte sich das noch drehen. Wir haben hier ein Schiff, das gebaut wird. Die Governor-Klasse, ein Kreuzer. Also wahrscheinlich eher mobile Luftabwehr. Da ist auch schon ein Kreuzer. Wo will der hin? Wer will zu dem Plateau? Die auch noch bis jetzt komplett unerkannt sind. Also da hat Chris gar nichts gemerkt. Saxor hat einen ziemlich krassen Messdoll. Chris auch, aber nicht ganz so stark. Andererseits hat er auch ein geringeres Einkommen. Der Chris hat seinen Commander wieder in die Base geschickt, also er hat nicht vor, mit dem Commander zu kämpfen. Hier räumen die Pillars ein bisschen auf. Aber gegen Harbinger können sie ohne zahlenmäßige Überlegenheit natürlich nichts ausrichten. Hier drüben ist immer noch ziemlich viel T1 Spammer, aber das sind auch nochmal drei Harbinger. Wenn Chris das jetzt beenden kann, dann hätte er schon gewonnen. Aber wenn er natürlich sagt, so jetzt noch eine Zeit lang leben lässt, dann könnte sich das noch drehen, weil, wie gesagt, Saxo hat jetzt produziert 50% mehr Masse. Er muss eigentlich nur seine Fabriken upgraden. Beziehungsweise generell einfach mehr Bildpower für seine T2er. Hier hat er schon zwei Fabriken. Im Moment versucht er mehr Punktverteidigung zu bauen. Oh, sie doch zu Ende! Du musst die zu Ende bauen! Anscheinend hält er den Kampf hier schon für verloren. Und damit verliert Saxor eine Menge Boden. Einer der Harbinger ist down, aber es sind noch drei weitere plus Eskorte. Okay, einer ist noch übrig. Er verliert eine Menge Boden. Und da helfen jetzt auch... Ist der Kreuzer weg? Nee, er ist hier. Okay, gut. Die Kreuzer schicken jetzt natürlich ihre taktischen Raketen hier rüber. Das ist natürlich ein guter Zug. Vor allem mit der T3... da ist eine T3-Fabrik, die er damit gerade bombardiert. Das wird wehtun.
Harbinger können nicht auf Wasser, wenn ich das richtig sehe. Nein, können sie nicht. Das wäre, glaube ich, auch sehr OP, wenn sie das könnten. Ich glaube, die Ähren haben genug Schwebi-Schwebi. So, was Reclaim angeht, hat Chris inzwischen überholt. Aber ich würde nicht sagen, dass das genug ist, um den Vorteil an Massenproduktion auszugleichen. Zaxor geht auf ein Schild. Also er will mit der ACU mehr kämpfen. Inzwischen haben wir zwei Kreuzer in Chris Garten. Und da ist eine Landfabrik schon mal weg. Die hat zwar sowieso nichts produziert, aber ich würde sagen, das war ein guter Trade. Wo ist Zaxor? Zaxor ist hier, hat sein Schild-Upgrade fast fertig. Chris weiß nichts davon. Ist aber ziemlich nah dran. Er kriegt fast Vision auf den Commander. Ich würde ja sagen, schöner Bombing Run, aber es hat, glaube ich, nur einer von den beiden was gerissen. Ich glaube, der zweite kriegt seine Bomben nicht mehr weg. Schwierig. Zaxor hat inzwischen eigentlich alle seine Maxes geupgradet, oder fast alle. Aber er hat auch einige verloren. Er verliert ziemlich viel Map-Kontrolle. Das wird langfristig schwierig. Ja, er schwimmt in Masse. Also im Moment mangelt es ihm an Build-Power. Gut, wir haben hier Reclaim, was die Zahlen ein bisschen schwimmt. Also er hat 4000 Masse rumliegen. Er hat regulär ziemlich viel, was reinkommt. Ihm fehlen die Möglichkeiten, es in Einheiten umzusetzen. Aber er hat T3 und das sieht nach einem Percival aus. Da ist auch ein Percival fertig. Aber ich glaube, gegen zwei Harbinger weiß ich nicht. Vor allem, der hier hat sieben Kills. Aber er hat... er hat keine AP-Regeneration, das ist der Schild. Das hat mich gerade irritiert. Aber er verliert immer mehr Boden. Oh, Percival haut den Schild mit einem Treffer runter. Und er hat auch noch mehr Reichweite. Kriegt er den einen Harbinger noch? So, 144 zu 82. Aber inzwischen hat Chris einen klaren Reclaim-Vorteil. Und er kontrolliert mehr von der Karte. Wir hatten zwei Kreuzer hier hinten. Die Frage ist, was sieht Zaxor damit? Jede Menge T1-Ingenieure. Ich glaube, ich habe von Zaxor noch kein einziges Spionageflugzeug gesehen. Wir haben hier jede Menge Energiegeneratoren, aber das sind nur die T1er. Ein Quantenreaktor, also wir haben die ersten T3-Generatoren. Das kann Zaxor bis jetzt noch nicht von sich behaupten. Er fängt tatsächlich eher an, seine Masse-Extraktoren mit Storage zu umringen. Was sind das? Also ich glaube, das sind Kennels, oder? Ja. Er braucht mehr Build-Power, um das alles loszuwerden. Da kommen einige Bomber. Weiß Chris, wo der Commander ist? Zaxor, wo der Commander ist? Unter Umständen hat er ihn gesehen, aber die Bomber werden nicht weit kommen.
Oh, das HQ wäre. Ist natürlich ein verlockendes Ziel, aber das wird er mit dem einen Bomber nicht kriegen. Wie sieht es hier hinten aus? Wir haben eine Landfabrik. Er fängt natürlich an, das hier zu sichern. Die Frage ist, ob das eine gute Investition ist, weil Chris hat noch nichts gesehen von diesen beiden Plateaus. Saxor wird auf T3 gehen mit dem Commander. Hat er schon T3 Ingenieure? Ja. Da ist eine. Hat auch schon T2 Radarsysteme. Sein Massevorteil wechselt zwischen produziert er doppelt so viel. Wenn jetzt die Percival-Produktion langsam läuft. Dann könnte sich das hier auf jeden Fall drehen. Auf der anderen Seite hat Chris auch jetzt nicht wenige Harbinger hier. Und auch einige Schilde zur Unterstützung. Oh, hat jetzt. Das wird wehtun. Hier ist ein Harbinger und er kann nichts gegen diesen Kreuzer ausrichten. Wie sieht's mit dem Upgrade aus? Ist durch. Er baut T3 Luftabwehr. Und Ravager? Also er will die Stellung halten. Da sind Percivals. Aber sie haben nicht genug Masse, um hier was zu erreichen. Hier sind jede Menge Tits. Okay, er baut T1 Point Defenses. Da hier ziemlich viel Spam dabei ist, dürfte das sogar ganz gut funktionieren, wenn er sie fertig kriegt. Also die Point Defenses werden ja nie so richtig überflüssig, weil sie sich gegenseitig gut ergänzen. Die T2er haben eigentlich zu geringe Feuerrate, als dass sie gegen Spam gut sehr effektiv wären. Aber Chris zieht hier jetzt total durch. Hier hat er auch noch Streitkräfte. Also das ist gerade echt erstaunlich. Dafür, dass Saxor mehr als doppelt so viel Masse produziert. Aber er kriegt es weg. Wo geht seine Masse rein? Okay, ich meine, gut, hier hat er jetzt Ravager. Aber im Moment würde ich eher auf Chris setzen. Weil Chris wachsen kann. Aber Saxor hat die Möglichkeit. Hier ist ein T3 Max. Oh, das wird wehtun, den zu verlieren. Saxor verliert auch Energiegeneratoren. Ein Powerstall wäre jetzt das Letzte, was er braucht. Aber den Extraktor kriegen sie nicht. Da sind die Ravager. Aber das hat wehgetan. Aber seine Energieproduktion hat er ausgeglichen. Währenddessen Chris ist ziemlich am Energie überproduzieren. Was hat er vor? Oh, da verliert er eine T3 Land Factory. Und wo ist denn. Sein HQ ist weg. Das heißt, er kann. Doch, er produziert noch Harbingers, also muss er irgendwo noch eins gehabt haben. Aber wo ist das. Wo ist das dritte HQ? Das zweite HQ? Land. Da ist die Air Factory. Warte, das Headquarters von seinem Landfabrik. Aber ich meine, er hat ja gerade noch produziert. Oh, nee, kann er nicht, ne? Er kann nicht mehr T3 produzieren. Das war wahrscheinlich nur noch das, was in der Schleife war.
Das heißt, er hat jetzt erstmal seine Fähigkeit verloren, T3 zu produzieren. Und jetzt hauen seine Percivals auch rein. Und hier fehlt definitiv taktische Raketenabwehr. Hier ist eine. Hat die überhaupt die Reichweite? Nee, die hat gar nicht die Reichweite. Ich glaube, bei den Aeon ist die, glaube ich... Ich glaube, die lenkt Raketen ab, kann deshalb nicht überwältigt werden, aber hat eine geringere Reichweite, beziehungsweise eine geringere Schussfrequenz. Ah, das hier könnten sie... Den Kampf hier könnten sie gewinnen. Sechser weiterhin mit Massevorteil. Nach dem Reclaim sind sie inzwischen auch gleich auf. Inzwischen hat Chris hier versucht, auch auf Navy zu gehen. Aber das lässt sich Sechser nicht gefallen. Ist auch gut so, weil sonst wird's schwierig. Allerdings ist Chris' Luftüberlegenheit auch vorbei. Also was die Bombe angeht, hat Sexor im Moment freies Feld. Sexor geht raus, er fängt an wieder zu expandieren, muss er auch. Oh, hier kommt Schwebi. Gegen drei Kreuzer. Stört natürlich, wenn man drei Kreuzer hat, die einen die ganze Zeit mit taktischen Raketen bombardieren. Sexor hat krassen Massemangel dafür, dass er so viel produziert. Wo geht die Masse denn rein? Wir haben ja einiges an T3-Generatoren inzwischen. Das hier erinnert mich jetzt so ein bisschen an sowas, was man in der Kampagne bauen würde. Massenextraktor, zwei Luftabwehrgeschütze, zwei Bodenabwehrgeschütze und halt die Storages. Sexor ist im Moment so passiv mit dem Com. Er könnte ja hier reclaimen zum Beispiel. Ich meine, er braucht die Masse definitiv. Okay, jetzt ist der Stall vorbei. Aber ich habe jetzt gerade noch nicht gesehen, wo die Masse vorhin reingegangen ist. Hier drüben ist eigentlich ganz okay gesichert. Chris hat... Doch, inzwischen hat er gesehen, dass sich hier was befindet. Hat er Omni? Da ist T3 Omni-Radar. Das hat, glaube ich, genug Reich... genau, ich glaube, das hier ist der Omni-Kreis, wo auch Tano nicht funktioniert. Und da müsste er eigentlich damit die Map sehen. Also er weiß, dass die Plateaus besetzt sind. Aber theoretisch könnte er mit dem Festival natürlich jetzt hier reinrennen. Wir sehen natürlich, dass hier keine Verteidigung ist. Und zumindest das Omni zerstören. Oh, jetzt gehen sogar die Engineers mit dem Reclaim-Strahl hin und versuchen damit den Festival klein zu kriegen. Ich meine, das funktioniert. T1 Land Factory. Mehr Ravager, also Sexor. Geht gerade total auf Turtling. Aber es funktioniert. Er hat einen ziemlich krassen Massevorteil. Während Chris immer mehr Masseextraktoren verliert. Also da sieht man, finde ich, wie schnell sich das glatt wenden kann. Wir haben es jetzt einige Male so ein Hin und Her gehabt.
Aber inzwischen hat jetzt Saxo so einen krassen Vorteil. Wir haben 40 Minuten auf der Uhr. Er hat über 250 Masse pro Sekunde. Und er wird sie auch los. Wie sieht's bei Chris aus? Ja, ziemlich harter Mess-Doll. Dafür hat er Energie wie sonst was. Ich meine, er könnte auch mal die Fabrik hier reclaimen. Oder sonst das ganze Zeug hier. Aber wer weiß, worum er sich gerade kümmert. Das ist natürlich immer einfach zu sagen, wenn man gerade Observer ist und perfekte Vision hat. Ich weiß selber, wie leicht es aussieht, wenn man sich sowas anguckt. Und wenn man dann selber spielt, dann hat man keinen Überblick. Hier sammeln sich Percivals. Chris holt sich so ein bisschen die Luftkontrolle wieder. Hat aber auch nur T1R. So, da legt sich keiner so richtig fest von den beiden. Aber jetzt haben wir hier 5 Percivals auf dem Weg. Wo will Zaxor hin? Okay, er will hier den Teich vor Luft abschützen. Da ist noch ein Percy. So, 5 Percys. Und hier ist... Wobei, hier sind 4 Harbinger. Aber sie kämpfen nicht gegen die Percys. Und da Percys ja relativ stark für T3-Einheiten sind, glaube ich auch, dass sie das gewinnen werden. Okay, 2 Harbinger an die Explosion des Generators zu verlieren, ist natürlich auch kein guter Move. Hier kommen Bomber. Hier sind nochmal 5 Percys. Chris ist inzwischen wieder bei 18 Masse. Ja, weil er geht wieder hoch. Ich glaube, da dürfte irgendwo was fertig geworden sein. Aber inzwischen hier seine Core-Maxes haben auch keinen Storage drum. Sein Schildgenerator ist gerade hinübergegangen. Weiß Zaxor, wo der Com ist? Ja. Und da dürfte wahrscheinlich jetzt auch... Nee, er geht tatsächlich noch nicht auf den Com. Er versucht eher... das ganze Zeug drumherum zu zerstören. Fünf Percys hier. Die anderen Percys sind aber noch ein bisschen weit weg. Hier kommen mehr und mehr Bomber. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Percys hier. Wir haben 6 weitere Percys hier. Wir haben den Commander. Das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Weil... Okay, Chris fängt wieder an, aber... Er hat jetzt ein Zehntel oder ein Achtel von der Eco, die sein Gegner hat. Hier sind inzwischen T3 Maxes. Also auf die Plateaus waren wahrscheinlich der sicherste Ort im gesamten Spiel, die ganze Zeit über. Ich meine, Chris hat sie nur über das Radar gesehen. Ich glaube, er ist nie mit einem Flugzeug da gewesen. So, Chris ist am Scouten. Er weiß, wo der gegnerische Commander ist, aber das bringt ihm nichts.
Wenn er da hinkäme mit seinen verbleibenden Truppen, könnte er es vielleicht schaffen, den Commander zu töten. Aber wenn er sich zurückzieht... Oh, jetzt war da noch Schildgenerator. Nee, hier ist T3 Point Defense. Das wäre Selbstmord. Aber das ist nichts tun auch. Wir haben wieder eine T3-Fabrik, die auch produziert. Hat auch gut wieder Masse reingekriegt. Was haben wir hier? Air Transports. Aber sie haben keine, ich wollte schon sagen, die haben keine Fracht. Was hat er vor? Will irgendwo einen Airdrop machen. Nur wohin geht das? Er will zum Kommando. Aber er will direkt neben den Point Defenses parken. Wenn das funktioniert. Das ist nicht gut. Wenn die jetzt abgeschossen werden. Das. Ne, das war nichts. Und ich glaube, der macht das jetzt Control K. Oder? You have been quite annoying. Ja, das war ein spannendes Match, aber macht er jetzt Control K oder nicht? Wie gesagt, also wenn er das hinkriegt. Da war der Control K. Saxo hat das gewonnen. Verdient. Aber das sah zeitweise auch ganz anders aus. Definitiv ein nices Match. Also ich kann verstehen, warum Chris mir das geschickt hat. Er hat mir noch ein zweites geschickt, aber ich weiß nicht, ob es gegen den gleichen Gegner ist. Das gucken wir uns gleich im Anschluss an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.